Hallo Leute, heute kam endlich für Anna die elektrische Babyschaukel. Die habe ich eigentlich schon vor 2 Wochen ersteigert, aber die kam jetzt erst oder Ende des Jahres sogar. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall war es jetzt schon eine Weile her und ich habe ehrlich gesagt gar nicht mehr damit gerechnet, dass ich die Babyschaukel überhaupt noch bekomme. Aber heute kam sie dann doch überraschend an. Und ja, ich bin so ganz zufrieden, bis auf, dass es sehr laut klickert. Ihr hört das ja auch, wenn ich jetzt mal am Mund halt, hört ihr es auch. Dieses Klickern da. Und das kann mir das halt ganz schön nervig sein. Ja. Ansonsten kann man das hier. Kann man halt den Spielbogen abmachen, wenn man will. Und ich müsste das sogar machen, weil jedes Mal, wenn ich das Kind raushebe, stoße ich es am Kopf. Also ich müsste das sogar machen, weil ich sonst jedes Mal das Kind am Kopf stoßen würde. An diesen Spielbogen. Also besser abmachen. Dann kann man hier diesen Sitz, kann man auch in zwei, ja. In zwei Sitz, halt einmal, dass es hier höher ist. So. Einmal, dass er halt dann hier so sitzen. Und einmal, dass sie dann halt so halb liegen können, die Kinder. Also es geht jetzt nur in zwei Sitzpositionen. Es gibt ja auch Babyschaukeln, da geht das noch mehrere Sitzpositionen, aber gut. Das ist jetzt hier so eine ganz einfache. Und diese hier soll eigentlich für Anna sein. Und für Lea habe ich eigentlich auch noch eine elektrische Babyschaukel im Auge. Aber ich muss mal, ob ich die jetzt wirklich noch kaufe, die für Lea. Oder eher doch nicht, muss ich mal schauen. Weil, ja, wegen meinem Platz. Und ich bin ja gerade dabei auszumisten. Und ja. Muss ich mal sehen, ob ich dann wirklich die noch eine Babyschaukel kaufe oder ob die nicht für alle reicht. Aber ja, Anna wird ihre Babyschaukel sicherlich gerne mit Lea teilen und auch mit den anderen. Außer mit Mandy wird sie nicht gerne teilen, weil Mandy ja sorgt ja immer ein bisschen für Schreit und ist immer unmöglich und ja. Aber ansonsten mit dem Rest würde ich schon gerne teilen. Dann kann man es auch in unterschiedliche Stufen einstellen. Aber da bin ich noch nicht ganz dahinter gestiegen. Also, weil ich zwischen denen, also es soll angeblich in 5 Stufen einstellbar sein. Aber bis jetzt habe ich nur die niedrigste und die höhere. Die ganz hohe. Also da erkenne ich einen Unterschied zwischen den anderen Stufen. Erkennt man wahrscheinlich kaum einen Unterschied. Und hier ist es dann halt ganz schnell. Aber ich muss sagen, das kommt auch immer sehr drauf an, wie schwer das Baby ist. Weil ich hatte vorhin die schwere Annika mal drinne. Und ja, da bewegte sich dann erst ab der höchsten Stufe dann was. Und davor hat sich kaum was bewegt. Ja. Wo ich dann mein ganz kleines Reborn-Baby drinne hatte, das hat selbst auf der niedrigsten Stufe so schnell geschaukelt, dass ich gedacht habe, Hilfe. Also es hängt auch sehr vom Gewicht ab, habe ich so einen Eindruck. Ja, wie gesagt, mit den Stufen blicke ich noch nicht ganz durch. Ich weiß, was die niedrigste ist und ich weiß, was die höchste ist. Und die anderen 2 Stufen oder so, die anderen 3 Stufen besser gesagt, da habe ich noch nicht so richtig einen Durchblick, welche da jetzt welche ist, weil ich da kaum einen Unterschied erkenne. Kann natürlich sein, dass das Ding auch schon ein bisschen sehr veraltet ist, weil da haben schon 2 Kinder. Drinne, wurden da schon drinnen geschaukelt und da kann es schon sein, dass ein älteres Modell ist oder mit Sicherheit dann. Deshalb wird das auch so laut klickern. Und das stelle ich mir schon nervig vor, weil wenn man das dann
eine Stunde oder so anhat, ist man eigentlich so genervt von den Geklicker. Ja, und dann kann ich noch Melodie spielen. Also 7 unterschiedliche Melodien. Die lassen sich aber nicht einstellen, was ein bisschen doof ist. Die spielen halt hintereinander weg. Und wenn die 7 Melodien umsehen hörst, dann halt auf zu spielen. Und dann muss man es halt dann wieder einstellen. Also das finde ich ein bisschen doof, dass man die Melodien nicht auswählen kann. Ganz zufrieden mit der Schaukel. Und ja, meine Kinder auch, denke ich mal. Ja, und wie das mit Leas elektrischem Babyschaukel wird, das weiß ich ehrlich gesagt noch nicht, weil, ja, ich ja erstmal mehr Stauraum will und so. Okay, dann mache ich jetzt mal Schluss, weil jetzt leider mein Akku schon wieder fast leer ist von dieser Kamera. Der Akku ist wirklich schrecklich. Naja, muss ich mich wahrscheinlich doch mal um einen neuen kümmern. Okay, dann sage ich mal, das war's dann erstmal wieder von mir, für euch, für heute hier und jetzt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.